Da in der Mitte, so um zu. Da sehen Sie den Klabautermann brüllen. Und Sie werden sich vielleicht fragen, kenne ich den? Den sollten Sie kennen, weil der steht in Bremerhaven. Was? Ja. Bremen hat die Bremer Stadtmusikanten und Bremerhaven den Klabautermann-Boden. Seine Geschichte ist untrennbar verknüpft mit einem... mit der Elisabeth Bundy. Und die Elisabeth Bundy ist aber irgendwie nicht mehr da. Dazu kommen wir aber gleich. Was heißt denn Klabautermann überhaupt? Das käme wohl aus dem Plattdeutschen. Klabastern, poltern oder auch lärmend umhergehen. Na gut, das macht er denn ja auch, ein Bord. Und er ist ein Kobold. Ja, Kobold. Die Lebenserfahrenen von uns werden ihn noch kennen. Den mit dem Meister Eder. Genau. Und, okay, Pumuckl. Der war auch ein Kobold. Ein Hausgeist. Er soll das Haus beschützen. Aber es steht nicht geschrieben, dass die Bewohner seines Schutzes, er die Bewohner seines Schutzhauses nicht necken darf. Und so ähnlich ist das auch beim Klabautermann. Seine Aufgabe ist es, dem Kapitän vor Gefahren zu warnen. Auf Segelschiffen kam er mehr vor als auf diesen Schiffen, die vom Dampf und Motor betrieben werden. Unter Seefahrern heißt es, wenn es an Bord klopft, dann bleibt er. Wenn es hobelt, und das möchten Sie nicht, dass wir das Geräusch nachmachen. Sie können sich vielleicht noch vorstellen, in der Schule früher mit der Kreide an der Tafel, wenn Sie... Genau, so ein Geräusch muss es gewesen sein. Wenn so ein Geräusch auftaucht an Bord, dann geht der Klabautermann. Sein jeweiliges Schiff verlässt er erst, wenn es untergeht. Sollte man ihn zufällig sehen, dann hat er wohl rote Haare und grüne Zähne. Es ist wohl nicht, dass er sie schlecht geputzt hat und dass es auch einem Verzehr einer Tangensuppe, dass ihm da was zwischen den Zähnen hängen geblieben ist. Nein, nein, daran kann man durchaus erkennen, er hat schlechte Laune. Aber ich meine, auf jedes Schiff gehört er, der Klabautermann. Und wir wollen mal hören und unsere Lauschlappen aufspannen, was es mit dem... Brunnen um zu in Bremerhaven und der Elisabeth Bundy zu tun hat. Diese Geschichte hat sich auf ihr, vielmehr an Bord der Bark Elisabeth Bundy, zugetragen. Sie war ein Holzsegler. 1919 passierte es. Eines Tages verschwand der Kapitän, nicht als das Schiff im Hafen war, nein, nein, sondern als es mitten auf dem Atlantik war, spurlos. Er war einfach weg. Und die Besatzung packte das Grauen und ruderte in den Beibooten von dannen. Und so wurde die Elisabeth Bundy zum Geisterschiff. Vor der Insel St. Thomas trieb sie auf und ab. Und auf und ab. Und, der Reeder, wie gesagt, der das Schiff damals haben wollte, er war sehr ungeduldig und er sagte, das Schiff müsse schneller gebaut werden, als das Holz dafür fertig war. Und, war natürlich klar, es war der Wurm drin in der ganzen Angelegenheit und deswegen passierten, natürlich, man kann das erklären, passierten so merkwürdige Geräusche an Bord. Und, der Klabauter, also der kam da aus dem Klopfen zunächst auch gar nicht mehr raus und, jedenfalls, der Kapitän war weg und die Mannschaft sagte auch, oh, tschüss. Und so lief das Schiff wie die Black Pearl. Das Geisterschiff aus Fluch der Karibik, über die Meere. Naja, sie ist dann irgendwie durch glückliche Umstände dann doch in der Südsee, auf irgendeiner Insel sei sie ganz von Geisterhand verteut, eines Morgens wieder am Kai gelegen. Naja, und einige Tüdeleien später kam das Schiff dann unter einem anderen Namen nach Bremerhaven. Da hatte es vorher noch einen kleinen Umweg genommen über... das machen wir jetzt heute so detailliert nicht.
aber sie kamen dann nach Bremerhaven. Und da hieß sie aber nicht mehr Elisabeth Bundy, sondern da hieß sie Sorte Dern. Oha, dann haben wir gerade gehört, der Klabautermann verlässt das Schiff, wenn es untergeht. Ja, dann müsste er wohl kürzlich gegangen sein, denn die Sorte Dern ist ja nun nicht mehr da. Sprechen wir drüber, über die Sorte Dern und über die Geschichte. Übrigens, wir haben da auch ein Kindertheaterstück zu Klöteriges vom Klabautermann. Momentan dürfen wir das nur einmal im Jahr aus der Schublade rausholen, aber vielleicht kann das ja auch demnächst öfter gehen. Nun wollen wir mal hören, die Geschichten, die wir gefunden haben, die natürlich alle irgendwie überliefert und wahr sind. Wir haben auch etwas aus unserem Bremer Programmteil ergänzt und verbinden damit einen ganz besonderen Gruß. Also, dann freuen Sie sich auf einen Auszug aus unserem Programm Klötriges vom Klabautermann. Bitte. Ja, Sie sind richtig. Das ist Karl Hedwig. Karl Hedwig ist normalerweise auch mit dabei, aber heute ist das ja eine ganz spezielle Fassung für die Online-Bühne und Karl Hedwig möchte sich zumindest kurz eben vorstellen. Karl Hedwig. Seine Geschichte ist eine ganz stürmische. Er hing eines Tages bei der Besatzung von Kapitän Fanarian an der Reling, kopfüber. Zuvor war das Schiff durch einen furchtbaren Sturm gegangen, der Sturm, der sich gewaschen hatte. Mitten auf dem Pazifischen Ozean tauchte also nun plötzlich diese Eule, Karl Hedwig auf. Die Mannschaft war sehr irritiert, keiner wusste so genau, wo er hergekommen, und in den nächsten Tagen beobachteten sie ihn und stellten dann fest, irgendwie, er war nicht nach ihm und nicht nach ihr. Und deswegen kam er zu seinem Namen Karl Hedwig. Annegret und Enno. Annegret und Enno waren sich in heißer Liebe zugetan. Enno war arm und die Eltern Annegrets lebten in sehr bedrängten Verhältnissen. Da Annegret aber von auffallender Schönheit war, stellten sich auch andere Freier ein. Eine reiche Heirat hätte die Eltern von viel Sorgen befreit. Als ein reicher Bauernsohn aus Hadeln sich um Annegret bewarb, war es der Eltern ganzer Sinnen und Trachten, diese Heirat zustande zu bringen. Wenn ein Hadelner Bauernsohn um eine einfache, arme Fischerstochter warb, dann wies man ihn nicht ab. So konnten sich die Liebenden nur des Nachts treffen. Enno ward Knecht auf einem fremden Schiffe, das ankerte quer ab von der alten Liebe. Konnte Annegret nachts das Elternhaus unbemerkt verlassen, dann eilte sie zu dem Bollwerk und gab Enno bestimmte Lichtzeichen. Enno ließ sich von seinem Schiff in das Wasser gleiten und schwamm zu ihr hin. Eine Zeit lang ging es gut, bis sie dann einmal belauscht wurden. Ihre heimlichen Zusammenkünfte wurden dem abgewiesenen Freier hinterbracht. Die folgende Nacht belauschte er die beiden Liebenden. Sein Hass gegen den Nebenbuhler wuchs ins Unermessliche, als er das heißbegehrte Mädchen, das sich ihm gegenüber so spröde verhielt, in den Armen des anderen sah. Er sorgte dafür, dass Annegret in der darauffolgenden Nacht das Elternhaus nicht verlassen konnte. Er wartete, bis es Mitternacht war und gab die Lichtzeichen, die er bei Annegret beobachtet hatte. Um nicht gesehen zu werden, stellte er sich in den Schatten der eingerammten Bänke. Als der Mond aufging, sah er den silbernen Streifen, den der Schwimmer hinter sich zog. Wie er den Kopf des Nebenbuhlers an der Landungstreppe auftauchen sah, erfasste ihn ein blinder Zorn und er ergriff einen Bootshaken und schlug ihn mit aller Wucht auf den Kopf des Jünglings. Lautlos sank dieser zurück in die Fluten. Niemand war Zeuge der nächtlichen Tat. Vergebens wartete Annegret ihren Liebsten in den nächsten Nächten. Sie wagte auch niemand zu fragen
um das Geheimnis ihrer Liebe nicht zu verraten. Eines Tages war auch das Schiff verschwunden, auf einer Fahrt nach fernen Ländern. Wie man ihr sagte, niemand wusste, wo Enno geblieben war. Die Strömung hatte ihn wohl an ein fremdes Ufer getragen. Nach Jahren kam der reiche Freier wieder und warb erneut um sie. Sie aber hielt Enno die Treue und wartete auf ihn. Nacht für Nacht geisterte ihr Licht an dem Bollwerk, aber der Geliebte kam nicht wieder. Sie blieb unvermählt und alt, grau und gebückt, soll sie Nacht für Nacht noch ihr Licht angezündet haben. In stürmischen Nächten und warmen Sommernächten hat noch mancher den geisternden Lichtschein auf der alten Liebe gesehen. Folgende Geschichte haben wir gefunden in einem Buch Sagen und Geschichten aus Bremen-Nord. Und zugegeben, sie ist wohl ein bisschen in Vergessenheit geraten, denn heute wird sie kaum noch bis gar nicht erzählt. Warum nicht? Ist die Geschichte der Zwerge von Falke. Unweit von dieser Stelle lebten die kleinen Zwerge. Sie lebten glücklich und zufrieden, bis eines Tages die großen Menschen aus dem Norden kamen, um ihnen ihr Land wegzunehmen, ohne zu fragen. Den Zwergen blieb nichts anderes übrig, als die Flucht anzutreten. In Richtung Heide und Moor, doch es reichte nicht. Sie mussten den Fluss wechseln. Da kamen sie zu einem alten Fährmeister namens Kieling. Eines Nachts pochte es an seinem Fenster. Er öffnete es, schaute heraus und sah nichts. Da erhob sich eine klare, helle Stimme und sprach zu ihm: Kieling, Kieling, fahr unser Volk heute Nacht über die Wiese. Es soll dein Schade nicht sein. Doch sprich die ganze Nacht kein Wort. Egal, was passiert, bis zum Morgengrauen, setzte er seinen Kahn nach dem anderen immer hinüber und hinüber. Wie ihm geheißen, verlor die ganze Nacht kein Wort. Da sprach der Zwerg ihn an und sagte: Willst du sehen, was du geleistet hast? Dann schau nach dem Deich. Da sah Kieling, dass auf dem ganzen Deich kleine schwarze Wiesen am Wimmeln waren. Nun wurde er aber unruhig und fragte nach seinem Lohn. Der Zwerg deutete auf einen Haufen Rossäpfel, der im Kahn lag. Kieling witterte Betrug. Er wurde wütend und warf die Äpfel über Bord. Plötzlich kam ihm der Apfel, den er in der Hand hielt, sonderbar vor. Er betrachtete sich näher, machte sie sauber und sah, dass sie aus purem Gold bestanden. Gerne wollte er die reingeschmissenen Äpfel wieder zurückhaben, doch das Tauchen blieb ihm vergönnt. Trotz dieses Missgeschicks blieb noch so viel übrig, dass seine Familie zu den gemachten Leuten gehörte. Die kleinen schwarzen Zwerge wurden jedoch nie wieder gesehen. Oder? Moment, warte mal eben. Falscher Alarm.